Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Rule of Rose. Ja, beim letzten Part haben wir hier mit John zusammen das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ich habe nochmal an den Einstellungen gedreht. Hoffe, es geht jetzt mit der Helligkeit. Und ich habe mir extra nochmal den letzten Part angesehen, um... ja, damit ich mich hier nicht völlig verlaufe. Wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus, weil hier nichts mehr war. Und ich meine, auf dem Flur, wo wir hier kurz vorher waren, müsste eventuell noch eine Tür sein, die wir noch nicht überprüft haben. Schauen wir mal. Sollte es jetzt so dazu kommen, dass... Ach, schau mal an. Wo ist er jetzt hingelaufen? Da? Mal schauen. Hier war zu. Okay. Von hier kam, weil es immer noch so dunkel. Komisch, komisch. Was war mit der Tür? Das war der Schlafsaal. Da waren wir bereits. Ja, ich bin doch ein bisschen aufgeregt. So ein völliges Blindprojekt hier. Ich meine, der müsste hier lang gegangen sein. Schauen wir mal nach. Ach, da ist er ja. Hinterher, hinterher. Komm, ich krieg dich, ich krieg dich. Wo ist er jetzt rein? Hier oder da links? Mal schauen. Hintere Treppe. Jetzt läuft er die Treppe nach oben. Okay, Leute, jetzt werden wir den Jungen aber mal verfolgen hier. Komm, mein Freund, ich krieg dich. Ich krieg dich. Jetzt komme ich aber hinterher. Jetzt bin ich auf dem Dachboden. Schau mal, da waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Ein Stuhl. Liegt denn hier alles? Skalpell, Extraktionszange, Handschuh, Schere, alles Blut verschmiert. Igitt! Verdammt, da war der Junge gerade und jetzt ist er mir entkommen. Na egal, ich werde gleich hinterherlaufen. Eine Karte gefunden. Jetzt sag nicht. Das ist endlich die Karte vom Gebäude. Mal schauen. Karte. Verwenden. Okay. Was? Ansehen. Karte des Waisenhauses, alt und verstaubt. Na toll, die bringt ja viel. Die bringt ja nun mal gar nichts. Guck dir das mal an. Wie willst du denn hier was erkennen? Das ist ja... Gucken, ob es da irgendwie einen Shortcut für gibt. Aha, wenn ich jetzt auf R1 drücke, da geht so ein bisschen in Angriffsstellung. Okay, von wo kamen wir rein? Von hier vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Ich muss mir erstmal alles anschauen. Von hier kamen wir, glaube ich, rein. Ja. Ja, ja, von hier kamen wir rein. Das heißt, das habe ich mir ja schon angesehen. Ja, ihr müsst
mir dann mal sagen, ob die Grafik wirklich so scheußlich ist, wie mir das hier vorkommt. Also nicht die Grafik, aber irgendwie dieses Gekrissel. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Aber gut, es hilft alles nichts. Was ist das hier für eine Tür? Ach, da ist er. Oh. Boah, ist das jetzt dunkel hier. Leute, das ist ja abartig. Da muss ich irgendwas gegen tun. Oh, Kamera drehen. Was will der Typ von mir? Boah. Voll der Altar hier. Komm her, mein Freund. Jetzt, als das arme Mädchen näher kam, sagte der Junge: Du bist aber langsam, wie immer. Hier, lies mir den Rest der Geschichte vor. Du weißt, das Buch, das ich dir gab. Und was lachst du da so dreckig? Den Rest der Geschichte vorlesen. Ja, gut, 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 das können wir machen. Wo ist es denn hier? Verwenden. Hm? Verwenden, so. Dort folgte der Aristokratenclub der Regel der Rose, aber das Mädchen war einsam. Okay, das war vorher. Wir müssen weiter. Jetzt können wir weiterlesen. Hier passiert doch aber nichts mehr. Wir beginnen nun mit dem Begräbnis. Alle Teilnehmer möchten sich jetzt bitte versammeln. Ups. Das war eine Durchsage. Komm schon, Jennifer, das Begräbnis fängt gleich an. Es ist für deine liebe Freundin. Bevor sie es merkte, war der Junge weg. Und sie blieb verwirrt zurück. Und jetzt kläfft auch noch ein Hund. Ja, also das ist ja wirklich mal skurril hier. Was für ein Begräbnis, bitte. Und, okay, was für ein Begräbnis. Liegt hier noch was? Ja, die begraben da irgendwen. Meine liebe Freundin, also meine liebe Freundin? Welche Freundin denn? Ich bin verwirrt gerade. Genauso wie Jennifer. Ah, ich glaube, ich empfinde das Bild auch nur als so schlecht. Ich höre doch den Hund. Ich höre ihn ganz genau. Hört ihr ihn auch? Ich glaube, ich finde das nur so schlecht, weil ich bis recht nah dran sitze. Das sollte man nicht tun. Moment, hier war doch noch eine andere Tür. Hier bin ich reingegangen und hier... hier ist keine andere Tür mehr. Ja, Hundchen, ich komme ja gleich. Okay, wenn ich natürlich wüsste, wo du bist, dann würde ich kommen. Hier ging's wieder raus, ne, oder? Ups.
Okay, da geht's nicht raus. Boah, diese Lache immer. Hey, Moment mal, so, da ist dieses Zimmer, wo wir eben waren. Da ist nichts mehr, so. Ich muss mal den Überblick behalten. Hier geht's nicht weiter. Jetzt kommen wir hier hin. Hier geht's wahrscheinlich raus, aber ich will nochmal nach dort gucken. Okay, hier ist die Tür, wo wir eben nicht rein durften. Dann ist das die Ausgangstür. Jawohl. Mal gucken, ob's... Na okay, hier geht's jetzt immer noch nicht rein. Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Ein Gebelle ist das. Hier geht's nicht rein. Puh, ja. Ist doch mal gut, Hundchen. Wo bist du denn? Okay, hier bist du nicht. Hier geht's gar nicht weiter. Nee, hier ist alles zu jetzt. Moment, meine Kamera drehen. Okay, dann weiter nach unten. Diese Tür hier auch nicht. Ich vermute mal, das Begräbnis ist draußen und da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin. Aber ich... Na, wahrscheinlich sind jetzt sogar alle Türen zu, vermute ich mal, weil wir eben genau dahin sollen. Innenhof. Vielleicht ist es auch im Innenhof. Ja, das kann natürlich sein. Als das Mädchen in den Hof ging, fand es eine Schaufel an einem Grab. Aha. Das arme Mädchen spürte, dass hier etwas begraben war, das es sehr liebte. Wie besessen begann es hektisch zu graben. Just look at you. You're filthy. Thank you.
Eieieiei, wie krank ist das bitte? Wie krank? Boah, nee. Möchtest du speichern? Ja, okay. Das möchte ich natürlich. Ich werde nochmal einen dritten Spielstand anlegen hier. Ja, muss hier ganz kurz was zu sagen. Also, ich vermute mal, dass in dem Sack der Hund war, aber das haben wir natürlich jetzt nicht mehr rauskriegen können, weil, tja, wir eingesagt wurden. Uiuiui. April 1930. Das Kleefeld, das kein Glück bringt. Oh, jetzt darf ich hier selber hin und her wackeln, dass ich hier rauskomme. Als das Mädchen erwachte, war es in einem unbekannten Raum. Hin und... Moment mal, wenn ich jetzt nach... Tut sie von alleine was? Nee, wenn ich nach rechts drücke, geht sie nach links. Es war ein kalter, einsamer, stinkender Raum. Boah, gefesselt, die sind ja wirklich fies. Ich kann mich hier hin und her rütteln, ich muss hier raus. Hallo. Drücken, drücken, X. Ah, okay. Jetzt kommt wieder eine Durchsage. Good morning, Jennifer. How do you feel? Let's have a little chat, shall we? Ja, sollen wir jetzt reden oder nicht? Ja, okay, wir reden mal mit der... Good girl. Jennifer, you know you've been a bad, bad girl. And bad girls need to be punished, don't they? Nein. Okay, gute, böse Mädchen müssen bestraft werden, stimmt ja eigentlich, aber wo waren wir denn bitte böse? Ja, was sage ich denn jetzt? Verdammt. Böse Mädchen müssen bestraft werden. Nö. A bad, bad girl who's not sorry, Anyway, I'll be the one giving the orders around here, okay? Okay, kooperieren wir mal lieber. Wer weiß, was sonst passiert. Clever girl. Ja, jetzt. Ah ja, okay. Now, I'm going to give you your first order. Every month you need to find a gift and bring it to the Aristocrat Club. If you don't, I'll kill you. Is there anything about this that you don't understand? Ja, okay. Ja, wenn wir kein Geschenk bringen, dann werden wir getötet. Ja, okay, ist klar. Oh well, it doesn't really matter what you say. You see, Jennifer, there are really only two kinds of people in the world. Those who take orders and those who give them. And from now on, I'll be giving the orders. Not fair? Well, dear Jennifer, nothing's fair here. You will follow my orders or else. For I am the prince, and the prince rules! This is your life, but you'll play by my rules! Let the games begin, dear Jennifer! Ha 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 ha
Oh, nee. Oh. Okay, wir werden befreit. Und so wurde das Seil zerschnitten. Schnipp, schnapp. Und das Mädchen kam in den Aristokratenclub. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja toll, da soll ich mich jetzt drüber freuen, oder was? Irgend so eine Oberverrückte will hier die Befehle geben und ich soll hier noch springen jetzt. Was? Darin befinden sich schmutzige Kleider. Okay. Moment, aber da blinkt doch was. Eklig riechende Wäschekörbe. Hier blinkt doch was. Hallo? Würdest du bitte? Komisch. Da blinkt, aber da will sie nichts mitmachen. Was ist hier? Ah ja. Eine große Holzkiste, die mit Erde und Gras bedeckt ist. Der Sack darin ist mit Tierhaaren bedeckt. Okay, können wir aber nichts weiter mit tun. Was haben wir hier? Als das Mädchen den Eimer untersuchte, sagte der Kleine, stell mich bitte wieder auf meinen Körper. Oben auf die kopflose Vogelscheuche hinter dir. Dann werde ich dir auch helfen. Okay. Machen wir das mal. Genau. Nachdem das Mädchen den Eimer zurückgestellt hatte, sagte dieser, ich bin der Eimerritter, der Versprechen einhält. Aber die Zeit kann grausam sein, denn ich bin alt und habe vieles vergessen. Du weißt, was ich meine, und ich weiß, dass du es weißt. Aber du weißt es im Moment nicht, noch kannst du dich nicht erinnern. Wir werden uns zusammen erinnern, um unser Versprechen zu halten. Hinweise. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, kann man mit dem Eimerritter sprechen und nach Tipps fragen, wählen, um einen Hinweis zu bekommen. Das ist ja mal nett. Was willst du von mir? Okay, dann werden wir erstmal speichern. Ja, wir müssen uns erinnern, aber woran müssen wir uns erinnern? Das ist jetzt hier die Frage. Überschreiben, bitte. So. Ich weiß nicht, warum das da blinkt. Ja, okay, das ist die Holzkiste mit dem Sack darin. Okay, dann ist hier nur eine Tür nach draußen. Dann werden wir die mal nehmen. Abschnitt 8 Laderaum. Ach ja, da haben sie ja vorhin gesagt, Abschnitt 8, da soll das Frachtgut hingebracht werden. Was steht denn hier auf dem Zettel? Okay, das... Jetzt sind wir anscheinend nicht mehr im Haus, sondern im Schiff wirklich, oder was? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber, was ist das hier? Schauen wir uns das mal an. Hallo, willst du bitte? Danke. Du wirst in den Aristokratenclub eingeladen, die Aristokraten des Roten Stifts. Okay, also hier geht es dann in meinen Speicherraum. Das muss ich mir mal merken, damit ich dann den Part in 5 Minuten beenden kann. Jetzt schauen wir uns erstmal diese Tür an. Okay, da dürfen wir nicht rein. Gut. Wechseln wir mal die Sicht. Und gehen mal in diese Tür hier.
Okay, da dürfen wir auch nicht rein. Was steht denn auf dem Zettel da? Okay, den können wir nicht lesen. Boah, aber hier, die uns da diese Befehle geben will, das klang aber auch noch, ja, nicht nach einer erwachsenen Person. Anscheinend haben hier Kinder irgendwie die alleinige Kontrolle. Aber was haben die gegen uns? Oder gegen... Okay, es geht auch nicht. Wir müssen ein Geschenk finden. Ist die Frage, ob wir jetzt wirklich jeden Monat, ob das irgendwie nach Zeit geht. Das wäre natürlich nicht so schön. Was ist hier? Hier ist wieder mal so dunkel. Was ist hier? Okay, was ist hier? Aha, Zimmer 7 und 8. Du wirst in den Aristokratenclub eingeladen. Ach, hier geht's nach links zum Aristokratenclub. Das scheint wirklich ein Schiff zu sein hier. Okay, was ist das? Okay, es scheint hier am Anfang ziemlich, wie soll ich sagen? Das ist hier wohl der Aristokratenclub. Okay. Dann Abschnitt 8, Treppe. Okay. Ich denke, den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Abschnitt 8, Laderaum. Ja, wir gehen jetzt zurück zu unserem Speicherraum. Und werden mal speichern. Das war hier, genau. Schmutzraum, war das vorhin nicht ein anderer Raum? Aber anscheinend... Nee, das ist der richtige Raum. Anscheinend sind diese Räume, Schmutzräume, immer die Speicherräume. So, komm, mein Freund, einmal Ritter. Armes, hilfloses, elendes Mädchen, erzähl mir deine Geschichte. Was willst du von mir? Ja, speichern. Ja, Freunde, das war Let's Play Rule of Rose. Ja, und hat ja gut geklappt. Keine großen Hänger. Und ja, jetzt wird es wirklich ganz schön merkwürdig hier. Also das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass wir direkt aus dem Waisenhaus auf ein Schiff verfrachtet werden. Jo, wie es denn weitergeht, was hier dieser Aristokratenclub überhaupt soll und wer das ist, ob wir noch mit wem zu tun bekommen, warum wir das alles machen müssen, warum wir überhaupt hier sind, wer wir sind und was weiß ich nicht noch alles. Na gut, wer wir sind, wissen wir ja, aber all das erfahren wir hoffentlich, ja wahrscheinlich noch nicht im nächsten Part, aber zumindest ein bisschen mehr im nächsten Part. Jo, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Rule of Rose. Macht's gut, ciao, euer Dreambird.